Die Richtung sind wir nämlich zum Beispiel noch gar nicht gelaufen da. Oder über diesen Berg drüber. Würde ich auch gerne mal sehen, was da so ist. Wir kennen nicht viel auf dieser kleinen Karte. Oh, schau, da ist schon wieder ein Baum gewachsen. Sofort abholzen. Oh, wir haben schon über einen Stack Setzlinge. Nicht schlecht. Als ob man einfach genauso viele Setzlinge wie Holz rauskriegt aus einem Baum. Daran sieht man wirklich, dass so ein Baumbestand exponentiell steigt. Wenn du sagen kannst, dass du pro Holz, das du fällst, sechs neue Holz, also bis zu sechs neue Holz dazu kriegst, für die dann wieder das gleiche gilt. Das ist schon ziemlich geil. Boah, dieses Tal! Boah, das ist so Hammer! Dieses Tal ist wirklich, boah, ist ja mega. Das da hinten, es geht ja hier hinten noch, das ist ja auch so ein Tal. Ne, das Tal, ja, ist auch recht. Ja, ich weiß nicht, das Tal ist nicht so geil, weil das hat keine so steilen Talwände hier, sag ich jetzt mal. Da stehen wir so hier. Vor allem, man sieht halt kein wirkliches Ende. Wenn man von hier so die Frontfassade der Burg. Ich weiß ja nicht, auf welche. Ich bin gerade in diesen Tälern, ich bin gerade am Überlegen, welches halt ich die Frontfassade der Burg packen will dann. Weil ich ist es auf die Ecke da schon echt megamäßig geil. Also finde ich zumindest. Guckt euch das mal an, wie das so aussieht. Das ist einfach mega. Und was da wirklich ein Tal ist. Muss ich echt mal schauen, wo ich was hinbaue. Aber es ist Hammer. Ist auf jeden Fall schon mal echt krass. Schau, was ist halt auf die Seite hier so? Das ist auch schön. Alleine Berg ist wieder irgendwie. Naja. Der Berg gefällt mir jetzt nicht so von der Form. Boah, das Tal da hinten ist echt. Boah. Es sieht so geil aus. Also halt wirklich. Ah, Alter, ich glaube, ich will hier die Burg wirklich noch etwas abtragen. Das Gelände. Weil es ist mir einfach echt zu wolkig. Also wirklich, es sind zu viele Wolken. So, egal. Pfosten, Pfosten. Jetzt bauen wir hier mal an der Burg. Oh, aua. An der Burg weiter. Und schon sterbe ich wieder fast. Das ist okay. Können halt auch in die Richtung, also wenn wir wirklich in die Richtung bauen, können wir hier theoretisch auch das Burgtor dann hier unten hinsetzen. Wäre halt dann schon hart. Vor allem, als es wieder dunkel wird, ey. Ich hasse die Nacht. Welche Seite ist denn hier der erste? Wie auf der hier. Auf welcher war das? Hängen wir eine Fackel dran. Theoretisch müsste dann hier der nächste sein. So, erstmal hier alles so schnell wie möglich hochziehen. Lol, hier ist ja dann wieder eine Mauer, ne? Genau.
Also auf der Seite müssen wir sich dann eher weniger Sorgen machen. Egal, wir bauen jetzt erstmal auf alle Seiten hier den Turm. Schön. Auf der Seite braucht man halt wirklich nicht schön bauen, weil da kommt ja die Mauer wieder hin. Aber auf die Seite weiß ich nicht, in welches. Hier zum Beispiel wüsste ich jetzt nicht, in welche ich dann die nächste Mauer machen soll. Oh, hoppla, hier muss Holz hin. So, ich habe eh das Gefühl, dass keine Monster spawnen, aber ich habe doch auf hart gestellt. Am schon im Kreis schalten, vielleicht hilft's was. Oder einfach von da oben in dem Licht so viele freundliche Kreaturen spawnen, dass für die feindlichen kein Platz mehr auf der Karte ist. Weil ich mir das eigentlich irgendwie nicht so ganz vorstellen kann. Ich meine, so gut sollte das Spiel dann schon programmiert sein, dass es da einen Unterschied macht. Oh nö, jetzt sag ich, ich hab. Boah, was bin ich denn für ein Idiot? Als ob ich jetzt hier den ganzen Turm vergeigt habe. Erstmal Licht machen, damit ich was sehe. Ey, wunderbar hier. Elb. Okay. Jetzt ist hier die Frage, wie man noch hochkommt. Wahrscheinlich gar nicht, außer vielleicht von innen. Okay, der ist auch noch falsch. Nee, ich bin echt so ein Genie. Also wirklich. Wow. So. Und damit sollte man ich diesen Blödsinn von gerade eben wieder korrigiert haben. Also hoffe ich zumindest. So. Also schon mal schön. So gefällt das einem doch. So, und hier wieder den Holzkranz. Und dann, haben wir hier wieder die übliche Fassade. Ich finde es gut, dass halt diese Burg halt dadurch wieder so. Oh, hey, lol. Wie hat das denn jetzt funktioniert? Aber vielleicht kann hier. Von unten komme ich nicht ran. Ich hatte gerade die Idee, von unten weiterzubauen, aber es geht irgendwie nicht. So. Jetzt kann man von hier Erde nach. Aber nicht so wenig gleich, sondern ein bisschen mehr. So. Ich hoffe, das reicht jetzt. Das sind 10 Erde. Sollte. Und ich habe jetzt halt wieder durch den Turm wieder kein Holz mehr. Ich habe jetzt eineinhalb Sack Holz verballert. Kein Problem.
Moment. Ah, doch, stimmt. Sah gerade irgendwie komisch aus. So. Okay, und dann haben wir jetzt hier wieder die halben Steine, die wieder so kommen. Drei. Jetzt wird dann hier so eine feste Säule, aber ich weiß halt nicht, von wo ich die starten will. Von unten muss ich halt jetzt erstmal schauen, ne? Wäre aber schöner, wenn es Tag wäre, um es besser zu sehen. Erstmal so machen. Erstmal hier ein bisschen hochbauen. Na komm. Danke. So. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das hier auf diese Höhe. Und dann legen wir uns fest, dass tiefer das nicht gehen wird. So. Jetzt sieht man halt auch, warum es nicht tiefer gehen soll, weil das direkt daneben stehende ist ja auch schon so, ne? So, wenn man jetzt halt hier nämlich auf die Höhe eine Fackel setzt, das Ganze kann man auf der Seite auch machen. Dann beim nächsten Pfosten auch wieder. Sieht nämlich auch nicht schlecht aus. So. Und jetzt sieht man halt auch hier dann wieder das Problem mit dem Berg, dass er halt einfach hier eine diagonale Stelle hat. So, naja, aber mit Dirt kann man das dann schon einigermaßen cool wieder hinbiegen, sage ich mal, ne? So, nehmen wir hier noch ein bisschen weg. Keine Ahnung, ob wir das später mal bereuen werden, dass wir jetzt gerade Dirt wegschaufeln. Sieht man dann.